Ich bin hauptberuflich Skilehrer und Outdoor-Guide. Das heißt, ich bin im Winter als Skilehrer tätig, viel im Gelände und im Sommer viel draußen mit Leuten und zeige denen die Natur. Ein Thema ist das Feuermachen ohne Feuerzeug, mal mit Feuerstein oder Feuerbohren. Das ist grundsätzlich das Überleben in der Natur ohne Hilfsmittel, also wie kann ich mir ein Lager bauen, dass ich in der Nacht überlebe, wie kann ich Trinkwasser besorgen, was kann ich essen, wenn ich nichts mehr dabei habe. Das sind Familien, das sind mal Teile von Schulklassen oder auch Schulklassen, aber auch viele Erwachsenengruppen und die buchen mich, die wollen mit mir in der Natur was erleben. Und das zum Beispiel Lagerfeuerküche oder wenn wir was sportlicher wollen, dann natürlich ein bisschen kreativer auf die Slackline oder auch andere Wanderführungen, sage ich jetzt einmal, Naturerlebnisse. Die Natur oder die Plätze, die ich in der Natur erreichen möchte, sind sehr gut erreichbar vom Ort aus selber. Und ob wir jetzt Berge, Flüsse, Wälder, Moore oder Moos haben wollen, es ist alles um Oberstaufen herum und dadurch perfekt, um solche Sachen zu machen. Dadurch, dass ich viel rumkomme, fallen mir natürlich besonders schöne Plätze auf und die können ganz unterschiedlich sein. Meistens mag ich es, wenn ich für mich sein kann, beziehungsweise mit der Gruppe, wenn wir für uns sein können. Da fällt mir zum Beispiel die Weißach ein. Egal wo man da entlangläuft, da findet man immer schöne Stellen. Man kann baden im Sommer oder man kann im Winter auch sehr schön wandern. Oberstaufen für mich, dass man hier vor allem die vier Jahreszeiten spürt, mitbekommt. Perfekter Tag im Sommer. Ohne Wecker aufstehen, von der Sonne sich wecken lassen und dann am liebsten wahrscheinlich schon gleich mit einem Frühstück am Feuer starten. Das mit Freunden oder Familie. Dann natürlich gutes Wetter, das man auf dem Fahrrad oder zu Fuß nutzen kann. Im Winter ganz klar Tiefschnee. Skifahren. Der perfekte Tag ist da einfach Tiefschnee und Sonne und ein Berg für mich. Nur durch Lebensfreude, sag ich mal, bleibt man gesund und wenn man gesund ist, kann man Party machen. Ich finde es schön, dass man das hier auch so gut trennen kann, dass ich, sag mal, tagsüber zum Beispiel die Natur genießen kann, irgendwas draußen machen kann und abends die netten Lokale mir mal genauer anschauen kann. Heimat ist für mich, ja, Freiheit, Freunde und Familie. Ich würde sagen, das ist kein Motto, aber ich versuche jeden Tag zu genießen, indem ich etwas Produktives mache, aber auch etwas Sinnfreies. Ich hocke mich gerne mal auch in den Wald und mache nichts, lausche einfach mal den Vögeln. Also wenn er nur 24 Stunden Zeit hat für Überstaufen, dann muss er auf jeden Fall eines meiner Events besuchen. Das ist ein Highlight. Und wenn dann noch ein bisschen Zeit bleibt, dann die Umgebung natürlich. Sei es die Berglandschaft näher mal betrachten, eine kleine Wanderung durch den Wald oder auch durchs Ortszentrum gemütlich flanieren und shoppen gehen. Und dann kann man es perfekt abschließen, abends mit einer kleinen Oberstaufenrunde durch die Lokale.